Hallihallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Penumbra Black Plague. Ja, und wir müssen jetzt versuchen hier rauszukommen. Wir haben den Typen, der uns hier dauernd irgendwie ein bisschen manipuliert. Und zwar der in uns drin steckt. Und ich hoffe mal, dass das jetzt die Tür ist. Das war die Tür, wo wir vorhin... Okay. Was ist das denn hier? Der Container ist gefüllt und ich weiß nicht womit. Tja. Hier hatte ich schon reingeguckt. Ja, mega, ey. Ich bin hier gerade ein bisschen am Abkotzen. Aber wir speichern erstmal. Es muss doch hier irgendwie durchgehen. Okay, das war nicht richtig. Tja. Ich dachte, ich kann vielleicht den Stuhl dagegen hauen. Alter, ehrlich? Alter, ich kotze hier gleich richtig ab. Ja, habe ich irgendwas nicht gefunden, was ich hätte finden müssen? Aha! Habt ihr das gesehen? Ich habe eine andere Idee, wartet. Ich sehe doch, dass da ein Stuhl ist. Ja, mega. Ich sag nur mega, wie das hier läuft. Mega. Ich habe aber keinen Schraubendreher. Meine Güte. So, ich nehme jetzt hier einen Bleistift und mache das jetzt mit dem Bleistift. Habe ich irgendwas übersehen? Ich möchte mich töten. Geht nicht. Ach. Jetzt ist hier alles wieder offen. Was habe ich denn verpasst?
Okay. Das kann ich leider nicht mitnehmen. Ich kann sie nur so hochnehmen. Kleinen Moment. So, jetzt möchte ich... Ich kriege hier... Mit dem hier kriege ich ein zu viel. Ich weiß immer noch nicht, welches blöde Passwort da reinkommt. Also ich bin ein bisschen genervt, bin ich ja hier, ne? Ich bin ja voll am Randalieren. So, hat die Olle noch was? No, I can't. Also instinktiv ist das jetzt gerade nicht. Guck, ob ich irgendwas übersehen habe. Auch nicht oben drauf. Das gibt's doch nicht. Ich bin echt hier gerade am Verpissen, am Verzweifeln. So, ich renne jetzt mal raus und dann wieder rein. Vielleicht muss ich ja raus. Ich weiß ja nicht, was ich draußen sollte. Vor allem habe ich den einen Raum, bin ich ja nicht reingekommen. Eigentlich dürfte ich jetzt nicht rausgehen können. Ja, da habe ich mir schon fast gedacht. Oh, guck mal, wie die aufgekommen ist. Mega. Hier gleich durch. Nee, Leute, so macht das ehrlich gesagt einfach keinen Sinn. Ich meine, ich suche mich jetzt hier zu Tode und das ist für euch ja auch mega langweilig, oder? Ich mache das jetzt folgendes. Ich werde mir jetzt dieses blöde Passwort im Internet raussuchen. Also ich hasse sowas eigentlich zu machen. Deswegen habe ich bis jetzt auch echt versucht, lange durchzuspielen, aber ich kriege hier gleich einen Anfall und ich suche mir jetzt dieses blöde Passwort raus und guck mal, was das bringt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und ich habe nachgelesen, das kann man nicht rauskriegen. Mal gucken, ob es das ist. X OR 451 war das, glaube ich. Kleinen Moment. Ja, es war X OR 451. Und was kriege ich? Ein Spiel. Und ich kann nicht... Ah. Ja, das ist der Mega-Content. Ach, wie man hätte drankommen können. Es gibt in den Installationsordner eine zwei RAR-Dateien, die dann Passwort, Wrong Password oder irgendwie sowas, die Schrumpf, Wrong Password oder so heißen. Und diese Dateien hätte man hacken müssen und dann kommt man an dieses komische Passwort. So, nur am Rande. Deswegen ist das auch wohl nur ein Extra, weil das überhaupt nicht wichtig für dieses Spiel ist. Aber wie soll man dann im Leben darauf kommen? Tja, ich glaube, ich schaffe das so, ne? Oh, jetzt bin ich tot. Oh. Ach, habe ich den extra noch Leben? Nicht wirklich, oder? Oh, tot. Oh, ich sagte, oh, tot. Nein, danke für den Highscore. Danke. Maus für Yes. Ja, super.
Ich sag nichts. Also, ne? Ihr wisst Bescheid. Voller Randalierer hier. Wir sind jetzt kein Goldstück weiter. Hier echt noch am Rad. Also ich finde das echt schwer, muss ich dazu sagen. Die Lösung muss doch hier in diesem Raum sein. Ich habe halt keine gepresste Münze mehr. Die habe ich mir für ein Getränk ausgegeben, warum auch immer. Wirklich nirgendwo mehr was drinne. Nichts, was ich übersehen habe. Batterien, oh. Habe ich schon reingeguckt, richtig? Ich bin ein bisschen angepisst von diesem Spiel gerade. Ja. Tja. Tja, was soll ich denn dazu sagen? Außer dass ich aus mir bin, aber... Aber da ist nämlich was. Ich habe mir nämlich jetzt tatsächlich mal eine Lösung rausgesucht und ich wäre nie im Leben drauf gehabt. Dass ich hier randaliert habe, war schon mal sehr gut. Und jetzt kommt's. Das bringt ja alles nichts, ne? No shame in that. You don't want to catch anything. One virus is enough for anybody. Alter. Da ist der Eingang. Da muss man erstmal drauf kommen. Ist doch eine Verarsche, oder? Aber wie ich das gesehen habe, woher ich das habe, der hat normalerweise so 300 bis 800 Klicks. Dieses Video hatte 1800 Klicks bei demjenigen. Also keiner ist wirklich drauf gekommen. Und man möchte hier euch auch was zeigen, bevor man hier stundenlang nicht weiterkommt. Das ist der Grund, warum ich jetzt geguckt habe. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Sorry, tut mir leid. Also wie gesagt, ich hasse es zu spoilern, sich selbst zu spoilern, aber... Und von der Seite kein Problem. Ach, leck mich doch am Arsch. So, und nochmal was. Also jetzt was hier... Ich habe nur geguckt, wie ich hier durchkomme. Also in den Reihen. Ich habe nicht mal den Raum gesehen. Das will ich gar nicht wissen. Alter, ist das eklig, oder? Alter, ist das eklig. Was muss ich hier machen? Irgendeine Mixtur ist nicht fertig. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Dinger, die ich gerade eingesammelt habe, plus das von vorhin, wahrscheinlich genau da oben rein muss. Na gut, wir haben ja hier noch den. Ist der jetzt drin? Tatsache. Ich schmeiß da jetzt einfach alles rein.
Ist das jetzt drinne? Nee. Okay, das ist falsch. Der ist super eklig, der Typ. Boah. Ekelhaft. Na, wahrscheinlich wird hier noch eine Mixtur irgendwo versteckt sein. Jetzt hier alles raus, das ist mir echt zu blöde. Ah, sieh mal einer an. Ah, sollte das letzte gewesen sein. Okay, wenn er das so sagt, dann glauben wir ihm mal. Oh, der sollte das tauschen. Was? Irgendwas soll ich da jetzt noch reinpacken. Hä? Da stand, war doch jetzt die letzte Mixtur. Wo ist jetzt das Problem? Das muss mal einer verstehen hier. Hm. Also irgendwie... Wie gesagt, ich komme mit dem gerade nicht klar. Ich kann hier drücken, wie ich möchte. Man kann die Tür übrigens auch mal nehmen, wenn man am Stuhl zieht und nicht an der Tür. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt machen soll. Weil einerseits war das jetzt das Letzte, was ich da reinmachen kann, aber... Mixtur not complete. Ey, dieses Spiel regt mich ja sowas von auf. Ah, diese Maschine. Warte, ein Container. Wir haben einen Container, ein 5. Nun? You don't have the balls. Go on, I dare you. You're some coward, four-limbed freak. You barely evolved out of the swamp. You haven't got it in you. You see, I knew you wouldn't do it. That puts me in the steering wheel now. Ha-ho, Silver! So, und auch... Dieses Rätsel ist mehr als nicht lösbar von ohne Hilfe. Weiß ich jetzt schon. Also das wilde Rumgeklicke war schon mal halbwegs richtig. Und zwar ist es der Button. Der Button. Der Button. Der Button. Der Button. Und der Button. Und ich habe einen falsch gemacht. Ich kriege einen Föhn. Ich probiere es normal, sonst muss ich gleich nochmal gucken. Also sind keine Sachen, die man nicht... rauskriegen kann. So. Und hier ist ein Fehler. Ja, dann gucke ich nochmal, wo das Ende davon die Lösung ist. So, nochmal nachgeguckt. Die Reihenfolge ist, für die, die es nicht wissen, der hier, 2, 1, 4, 6, 5, 3. Das kann man natürlich instinktiv rauskriegen. Also sowas mag ich nicht. Das ist zu schwer für sowas. Wenn man nicht das im Spiel rauskriegen kann, geht man gar nicht. Es können gerne schwierige Missionen drin sein, aber sowas kann man einfach nicht rauskriegen. Das sind irgendwelche Zutaten, chemische Zutaten, die man sich wohl irgendwo raus hätte lesen können. Nun? Mixtur complete. Diesen komischen, ekligen Typen. Ach du Scheiße. Okay, jetzt muss ich hier schnell... Ich hänge fest.
Dieser Ekeltyp auch noch. Ach, noch einer. At the end, this one was more human than he would have believed. Mankind, for his actions, I am sorry. For his next misconduct, I am sorry. Do not hate me. Yeah. Do not be alarmed. This place is in your mind, mankind. If you know yourself, you have nothing to fear. I, on the other hand, stand to lose everything. One came before, mankind. Howard. He was not strong. Mankind as a whole is stronger even than I. But alone, mankind is weak. Nonetheless, I do not underestimate you, mankind. I submit to you. However, I must, against my own desire, tempt your anger further. Mankind is not united as I am. Such a seething mass of individuals. Little wonder you all pull in different directions. All of me pulls in one direction. And for that reason alone have I bested those that disturbed me. I will test your reactions, mankind. I will test in which direction you pull. And then you shall have your answers. And if need be, your revenge. Okay, da konnte ich nur so ein bisschen rumlaufen. Ein bisschen was erzählt. Alles in meinem Kopf. Aber wenn ich mich selber kenne, habe ich ja nichts zu befürchten. Natürlich nicht. Habe ich noch mein Inventar? Natürlich habe ich noch mein Inventar. Warum auch nicht? Ha! Iron Bar, also eine Eisenbrechstange. Eisenstück. Ha! Bäh! War mir schon fast klar, dass man die aufbrechen muss. Hoffentlich kommt gleich nochmal ein Safe Point. I would not tempt mankind's wrath in destroying you. I am more charitable than that. Ich sagte doch, das Spiel ist verstörend. War wahrscheinlich nicht richtig. Tja. Mega. Das war jetzt echt die Brechstange. Ah, komm. Ah, auf. Ich wollte sie gerne wieder zumachen. Na komm. Ah, ich kann sie nicht zuziehen. Gucken, ob jetzt gleich nochmal dasselbe passiert. Oh, alter Schwede, ehrlich? Okay, runterspringen geht leider auch nicht.
Ich habe ja noch diese komische Statuen, die mir immer noch nichts bringen. Was passiert, wenn ich die Taschenlampe? Hallo? Okay, bringt auch nichts. Es geht doch nur der eine Weg. Ich verstehe das jetzt gerade wieder nicht. Kann sie auch gar nicht mehr zumachen, oder? Doch, jetzt. Haha. So. Och, leck mich doch am Arsch. Was ist das denn für ein Scheiß schon wieder? Bla, bla, bla. Er möchte mich nicht unzerstören, er ist mehr als das. Bla bla. Hab ich schon mal gesagt, dass ich sowas hasse? Oh, ich habe eine ganz, ganz geile Idee gerade. Mal gucken, vielleicht funktioniert's. Ich habe doch... Jetzt geht der Mist hier nicht auf, oder was? Nja. Ich wollte eigentlich auf die Luke springen. Vielleicht noch ein bisschen langsamer. Ach, jetzt fällt das Ding zu. Nein, nein, nicht zufallen. So, und jetzt möchte ich gerne da drauf und darüber. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Nein. Och, Mensch. Ihr kennt schon wieder, was passiert. Alter, ist das ein ätzendes Scheißspiel an der Stelle. Also die ganzen Tests, die gerade kommen, sind sowas von zum Kotzen. Ich weiß nicht, wer sich so einen behinderten Dreck aus einfallen lässt. Kann doch wohl nicht wahr sein, echt. Mir ist ein Test. Hier muss es doch irgendeine andere Option geben. Irgendwas, was ich übersehen habe. Aha. Hey. Hey, through here. Pass me that pipe, man. I can get us out. Da muss man rumgeklicken, bevor ich den Stein finde. Okay, also du bist mein Freund. Ich muss dir wahrscheinlich jetzt diesen Mist geben. Okay, stay there. I'll be back. Ja, cool. Gucken, ob er gleich zurückkommt. Ich kann ja mal einen Stein nach ihm werfen. Nee, nachher brauche ich den Stein noch. Good luck. Alter, hat er uns jetzt geholfen? Cool. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder... Ich drehe am Rad. Ah,
Okay, bitte. Gern geschehen. Den Scheißstein, wer sieht denn den da unten? Ich wollte rüberspringen zu denen rüber und dann, naja, okay. Okay. Den habe ich mal mit einer Düse getötet. Bin voll der üble Mörder hier. Dafür werde ich hundertprozentig wieder hier bestraft. Weil nur mit Teamwork funktioniert's. Okay, das. Die Welt zu Ende. Da ist der Turm. Ja. Strike. Ich hätte wahrscheinlich den da drüben gebraucht, denn nur Teamwork. Kollege, echt? Das ist das größte Facelab-Spiel ever. Okay. Wahrscheinlich muss ich selbst in diese Düse laufen. Ach so, ja, natürlich. Warum auch nicht? Okay, das schien wieder richtig gewesen zu sein. Ich glaube, die wollen zeigen, dass man nicht den aggressivsten Weg immer nehmen soll. Death is a necessary part of life, but not all deaths are necessary. End mankind. Bitte. Jawohl. Der Tod gehört zum Leben, das ist notwendig, aber nicht alles, was notwendig ist, muss der Tod sein, so ungefähr. Ich fühle mich, als ob ich ein Teil von etwas Größerem wäre. 1. Okay, römisch 1. Zu. Alter. Er hat sich angefühlt, als ob irgendwas von ihm tot wäre. 0. Eine Falle.
Der ist verbrannt. Und X. Null, eins, X. So, schön gerade drauf. X steht für 10 im Römischen. Nur... Okay. Ich versuche das jetzt mal zumindest nach der Logik hier ein bisschen. Null, okay. Irgendwas ist passiert. Ich weiß aber nicht was. Und da war noch eine Null. Hattet ihr das gesehen? Denkt sich denn solch Rätsel aus? Eins. Ja, gleich wieder. Was? Ich hab doch überhaupt nichts gemacht. Alter, was zum Teufel? Ich hab doch genau dasselbe gemacht wie vorher. Was geht? Und da muss man sich jedes Mal diese verkackten Videos mit den Gelaber antun. Ich bin 1, meint er. Okay, fangen wir mit 1 an. Na komm. Ha. Na, gleich ist er wieder tot und ich hab verkackt. Der lebt. Und ich renne rein. Oh, ich muss nicht nochmal alles von 9 machen. Oh, danke. Okay, ich glaube, ich musste da sogar reinrennen. Ja, ich habe mein eigenes Leben für jemand anders gerettet. Super, ne? So bin ich.
Oh, Blumen. Alter, das ist ja heute hier Rätseltag nun. Oh. Nein, bitte kein Rätsel, bitte nicht. Selfishness would be catastrophic. You have shown that you can be higher than your station. And for this reason, I shall reveal to you that which I revealed to Howard. Also eben nochmal, um das zusammenzufassen, einer muss in die Falle rennen, da darf man selbst den nicht in die Falle rennen lassen und dann muss man sich opfern. The infected, and they benefiting from my knowledge and protection. But mankind changed, and I fled. So much power in mankind, so many questions, and yet without the intelligence to answer them. Oh. Then mankind grows and tries to form a whole, a community, but somehow. It becomes more dangerous, more angry, and with no direction for this anger, besides itself and its world. And then I was discovered. Mankind created this place to find me and silence me. They tore open my resting place and set about destroying me, and I, with no form of defense, was forced to attack. I am not the barbarian. I am not the invader. You are. Na, kommt jetzt noch mehr Gelaber. You are different. You have proved this. And now I ask for your mercy. Do not allow me to be destroyed by your kin, which they would surely do. They followed the Inuit here. And you follow them. There will be more. Will you send word? Will you destroy all trace of this place so that no mankind will ever discover me again? Will you do this for me? Jetzt kommt noch mehr Gelaber. Nein? Ach, das ist der Ansagetext von ganz am Anfang. Erinnert ihr euch? Ich habe mir selbst eine E-Mail geschrieben. Okay, jetzt wird hier Wand für Wand immer schwärzer. Das habe ich jede Seite einmal abgeklappert.
Jetzt wollen wir die intelligenten Außerirdischen töten. Weil wir nicht der Affe im Versuchslabor sein wollen. Ja, das war das Spiel. Außerirdische in einer Mühle, die uns testen. Und wir wollen den Tod von den Außerirdischen, weil wir nicht gerne der Versuchsaffe sein wollen. Zusammengefasst. Mit Rätseln, die man leider nicht lösen konnte, ohne Hilfe. Mit aber sehr interessanten Ansätzen zwischendurch. Also bis aufs Ende, wo das dann mit den Chemikalien und mit dem Bild an der Wand losging, war das Spiel... Also bis dahin war das echt gut. Eine Sache, die ich halt wirklich zwischendurch auch mal, glaube ich, geguckt hatte. Eine einzige, ansonsten konnte man alles rauskriegen. Aber ab da war das... Sorry, das war zu heavy. Aber naja, gut, jetzt haben wir es auf jeden Fall durch. Die ganzen Tests am Ende, die habe ich ja auch alle ohne Hilfe gemacht. Das war wirklich jetzt tatsächlich nur der Part, wie komme ich in diesen blöden Luftschacht und welche Chemikalien muss ich in welcher Reihenfolge reinpacken. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, muss ich zugeben. Da hätte ich das Let's Play mindestens noch 20 Stunden weiterziehen können, hätte wahrscheinlich das Spiel einfach sein lassen. Und das muss nicht sein. Ihr wollt ja auch sehen, wie es weitergeht. Ich will sehen, wie es weitergeht. Und an der Stelle muss das sein. Na gut, auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, hier in diesem unterirdischen Labyrinth, natürlich auch manchmal oberirdisch lang zu laufen, mir zuzugucken bei diesem Abenteuer. Und ich hoffe, ich sehe euch in einem weiteren Let's Play von mir wieder. Oder in einem anderen bis jetzt bestehenden, zum Beispiel Miscreated, Daisy, die Sachen, die immer laufen, Blockstorm und Renegade X. Solange sich daran nichts geändert hat, sind das ja momentan immer noch so die Top-Spiele. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn diese Folge hier rauskommt, ob es immer noch so sein wird. Aber ich denke mal, ja. Na gut. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch, wie gesagt, wieder. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.